Christian Schoppe. In Ruhrort findet in Kürze eine Konferenz statt. Es geht da um Kultur, es geht da um das Recht auf Stadt. Erzähl uns noch mal Näheres dazu. Es geht zusätzlich darum, eine Antwort auf die Frage zu finden, in welcher Stadt wollen wir leben? Und wir, die wir uns die Frage stellen, sind ein Zusammenschluss aus ungefähr 5 Initiativen, die selber wieder Zusammenschlüsse sind von in Duisburg und in der Umgebung Ruhrgebiet aktiven Menschen, hauptsächlich im kulturellen Sektor. Wir wollen in 5 Arbeitskreisen mit Menschen, denen das Schicksal Duisburgs am Herzen liegt, darüber sprechen, was wir tun können, um den Abbau von den Strukturen in Duisburg, die noch so einen Rest von Städtigkeit, Rest von Urbanität garantieren, zumindest zu verlangsamen. Und wir wollen es schaffen, auf dieser Konferenz Forderungen zu erarbeiten, die es für alle wahrnehmbar machen, was hier in Duisburg im Argen liegt und was in Duisburg verändert werden muss, um den Ausverkauf dieser Stadt zu verhindern. Wann geht's los und wer kann teilnehmen? Es geht am 22. Juni freitags los, geht bis zum 24. Teilnehmen kann erstmal jeder. Wir sind ausdrücklich nicht nur an der Mitarbeit von Menschen in Duisburg interessiert, wir wollen vielmehr auch von in anderen Städten lebenden und aktiven Menschen erfahren, warum denn da etwas funktioniert, von dem wir hier nicht sehen, dass es auch in Duisburg funktioniert. Wir wollen also von anderen Städten Siegen lernen. Zur Diskussion sind Leute eingeladen, die als Anwohner Probleme haben mit ihrer Umgebung, aber auch Leute, die in der Verwaltung Duisburgs arbeiten, die in den kulturellen Einrichtungen hier arbeiten und das Gefühl haben, dass ihre Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt wird. Und das Ganze findet in Duisburg-Ruhrort statt, und zwar wo? Im Gemeindehaus Duisburg-Ruhrort, das nicht mehr einer Kirchengemeinde gehört, sondern inzwischen der Firma Haniel, die uns das für die Dauer dieser Konferenz kostenfrei überlässt, wofür wir ganz herzlich danken. Ich danke auch.